Clip markieren, Steuerung C für Kopieren drücken, dann zur gewünschten Stelle springen, Steuerung V zum Einfügen klicken. So kann man einen Clip duplizieren. Das geht aber auch schneller. Wenn ich auf einen Clip klicke und dann Alt gedrückt halte, wird der Clip automatisch dupliziert und ihr könnt ihn gleich an die gewünschte Position ziehen. Wichtig dabei, Alt gedrückt halten, bis ihr den Clip abgelegt habt. Viel Spaß beim Schneiden!